Heute werden Notärztin Katja Hoffmann und ihr Team zu einem Fall gerufen, der sich zur Familientragödie entwickelt. Die Leitstelle Köln, guten Tag. Ja, hallo, hier ist Doreen Wenz. Mein Freund ist ganz furchtbar gegen eine Tür gerannt und jetzt blutet er ganz stark. Okay, ist Ihr Freund ansprechbar? Ja. Okay, wo sind Sie denn? Na, bei uns zu Hause, in der Fröbelstraße 14. Okay, Frau Wenz, alles klar. Bleiben Sie bitte vor Ort. Wir schicken Ihren Rettungsteam. Ja, Sie können jetzt auflegen. Bitte kommen Sie schnell. Die Anruferin ist in großer Sorge. Als die Rettungskräfte in dem Mehrfamilienhaus ankommen, erwartet sie allerdings eine große Überraschung. Das Opfer verweigert jede ärztliche Versorgung. Guten Morgen, Frau Wenz. Sind Sie da? Mein Freund hat sich verletzt. Sie müssen unbedingt schauen, wo er blutet. Ja. Bei unserem Eintreffen, wo wir halt von der bewusstlosen Person mit einer stark blutenden Kopfwunde ausgegangen sind, hatten wir folgendes Bild. Und zwar, dass die Lebensgefährtin uns die Tür geöffnet hat, war auch relativ erleichtert, dass wir dann da waren. Der Lebensgefährte tauchte dann aber unmittelbar aus dem Nebenzimmer auf und hat uns die Tür vor der Nase wieder zugeschlagen, sodass wir dann letztendlich wieder vor verschlossener Türe standen. Hallo, Herr Stark! Machen Sie mal noch mal bitte auf! Lassen Sie uns mal kurz rein. Das ist nichts, das ist nur ein Kratzer. Dann lassen Sie uns mal. Wir wollen ja nur mal gucken. Können wir uns das mal anschauen wenigstens? Boah, jetzt sind wir gerufen. Legen Sie sich nicht auf. Ich weiß nicht, warum du die anrufst. Ich habe gesagt, ich brauche keinen Dankeschön. Nehmen Sie mal Platz, lassen Sie uns mal gucken. Jetzt sehen Sie mal, was passiert. Setzen Sie sich mal hin. Ich bin hier gegen die Tür geknallt. Ja. Nichts Tolles. Wie ist denn das passiert? Haben Sie getrunken? Oder? Ein Bierchen getrunken. Was? Ich weiß nicht, was das jetzt hier alles soll. Das ist viel Aufmarsch. Darf ich mal schauen? Ja, sowas gibt's, dass Patienten sich nicht behandeln lassen wollen. Entweder weil sie Angst haben vor dem Krankenhaus oder weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Oder weil es vielleicht eine Party ist und Alkohol im Spiel war oder irgendwelche Drogen. Und dann checken die das vom Kopf her einfach nicht, dass sie ins Krankenhaus müssen, weil die die Situation einfach nicht so ernst nehmen wie wir. Die nehmen das dann auf leichte Schulter. Regen Sie sich jetzt nicht auf, wir gucken noch mal. Stark. Ich bin der Stark, ja. Und darf ich das einmal was ist angucken? Hier los? Kleine Platzwunde. Gar nichts ist das. Ich weiß nicht, was hier für ein Aufmarsch ist. Können wir das einmal anfassen? Ja, das ich denke mal, das Kleben da. Tut das weh hier? Ja, alles. Haben Sie noch woanders Verletzungen? Nein, alles gut. Wie ist das denn passiert? Ich bin hier ausgerutscht und gegen die Tür geknallt. Die scheiß Türe da. Ja. Das brauchen wir nicht. Alles gut, ich verstehe das. War er zu irgendeiner Zeit bewusstlos? Nein. Aber ich muss mal hier sehen, dass sie nur Stress gemacht hat. Ja, aber ihr Freund hat ja auch ganz stark. Ja, die wollte mir da helfen und abwaschen. Ich mache mir Sorgen. Ne? Wollte jetzt gerade duschen gehen mit abwaschen und dann ist hier auf einmal Riesenzoppelorbis. Okay. Der Kollege verbindet Ihnen das jetzt? Ich kann das nicht verstehen. Aber gestürzt, auf welcher Höhe sind Sie gestürzt? Aus dem Stand? Ja, ich bin gelaufen und dagegen geknallt. Das war's. Also absolut. Okay. Sie können alles bewegen, keine Gefühlsstörungen. Alles gut, wirklich. Wir haben zwischendurch versucht, immer wieder ein bisschen zu beruhigen und ihm auch unsere Maßnahmen erklärt, die wir dort machen. Die hat er ja auch widerwillig zwischendurch mal zugelassen, weil wir mussten ihm ja was drum machen um den Kopf, weil da dort halt die Verletzung war. Und man versucht dann den Leuten so ein bisschen zu sagen, wir verbinden das erstmal, wir schauen erstmal, die Notärztin guckt nochmal, um ihm nicht direkt das Gefühl zu vermitteln, dass wir ihn gegen seinen Willen mitnehmen möchten. Der Verletzte hat sich ein wenig beruhigt. Die Kopfverletzungen sind allerdings sehr ernst und müssen behandelt werden. Als seine Schwiegermutter in der Wohnung auftaucht, spitzt sich die Lage erneut zu. Inga, bist du das? Sag mal, Inga, ich hab dir gesagt, jetzt ist gut hier. Ich hab dir gesagt, ich will dich hier nicht mehr sehen, verdammt nochmal. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ich hab's dir gesagt. Ja, wo dann die Schwiegermutter in die Wohnung kam, eskalierte die Lage ja relativ zügig. Das heißt, es schien einen deutlichen Konflikt zwischen dem Patienten und seiner Schwiegermutter zu geben und ein sehr hohes Aggressionspotenzial unseres Patienten, was halt dann voll zum Ausbruch kam, als er sie gesehen hat. Er wurde ja dann sofort sehr aggressiv, stand auf, wollte auf sie zugehen. Wir konnten das ja dann noch verhindern, aber in dem Moment war die Lage ja dann völlig außer Kontrolle für den ersten Moment. Verdammt noch mal, Inge! Nee, wir haben Inge. Gesagt, dass mach, dass du rauskommst hier! Ja, reicht das jetzt hier? Ist doch hier wohl. Also. Du bist dran! Mach mal an! Inge, ist alles deine Schuld, verdammte Scheiße! Man lernt in der Ausbildung halt, es gibt verschiedene Abwehrtechniken oder auch jemanden, sich dagegen zu wehren, wenn jemand einen versucht zu schlagen.
Das kann man halt ausprobieren und wenn die Lage wirklich gefährlich ist, dann lassen wir alles fallen und rennen raus und warten auf die Polizei, weil wir denjenigen halt auch nicht festnehmen dürfen, ne, oder auch nicht schlagen dürfen. Meine Güte! Ruhig jetzt! Arm auf den Rücken erlebt. Ruhig! Sind Sie bleiben jetzt sitzen! Ja, ist ja gut. Meine Güte, was ist denn hier los? Können Sie ist vielleicht gut, einmal mit der Tochter in ein anderes Zimmer gehen, bitte? Gehen Sie mal bitte nach nebenan, bevor das hier noch weiter eskaliert. Dammt so. Noch mal hier die Scheiße. Was ist hier los, Mann? Ihr habt hier Hausverbot, ihr habt hier nichts zu suchen in der Wohnung, ich will hier nicht sehen. Ja, das kann man aber anders klären, da müssen Sie so ausflippen. Nein, die weiß ganz genau um ihre Scheißmanipulation, die geht mir auf den Sack, die soll hier rausgehen, ehrlich. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Nein, alles Blut, gut hier. Blut, Herzprobleme, wie alt sind Sie? Ja, mein Herz schlägt hier gerade, weil ich hier sehe, die Alte. Wie alt sind Sie? Wir stellen Ihnen Fragen, 28. Bitte antworten. 28. Und keine Vorerkrankungen? Nein, alles gut. Gut. Diabetespatient? Nein, auch nicht. Gut. Ich will mal meine Sachen da rausholen. Wo wollen Sie jetzt hin? Ich wollte hier meine Sachen rausholen. Nein. Menschenskinder! Hallo! Was passiert in meiner Wohnung? Wo ist denn der Auskopf hier? Machen Sie die Tür wieder auf. Ich will hier keinen mehr sehen. Ich sehe ihn noch nicht. Hallo! Was soll das? Mach die Tür bitte wieder auf. Was haben wir jetzt vor? Flo, geh weg von der Klinke. Ich geh mal. Warte mal. Ja, der Patient ist ja dann irgendwann aufgestanden, wollte sich ein paar Sachen aus dem Schlafzimmer holen, hat dann da die Türe verschlossen und hat aus dem Schlafzimmer halt geschrien, es wird gleich was passieren, hat das Fenster geöffnet. Und dementsprechend mussten wir aber davon ausgehen, dass er eventuell aus dem Fenster springen möchte. Ich kenne den Mann nicht. Runter! Raus hier aus meiner Wohnung! Das Haus Riedsbruch, mach das Haus. Was haben Sie denn vor? Pass auf, wenn Sie mir sagen, was wir vorhaben, gehen wir raus. Ja, wer weiß, was ich vorhabe. Mach, dass er rauskommt, sonst passiert was. Ich höre dich. Mach, dass er hier wegkommt. Dann nochmal. Er war schon öfter gewalttätig. Ich habe immer wieder versucht, meine Tochter von ihm wegzuholen. Darf ich mal gucken? Zeig ihr das. Zeig nee, ist schon gut, ist schon gut. Was ist da passiert? Ja, okay. Ab und zu fässt er mich schon an und das ja, war das halt nicht wenig. Ja, ne? Ja, aber mir geht's ja gut. Dir geht es nicht gut, jetzt ist Schluss hier. Der hat dich nicht einmal, der hat dich nicht zweimal. Der hat schon öfter mal nachts bei mir heulend angerufen. Der ist gewalttätig, der säuft, das ist ein Psychopath. Im Gespräch kam ja dann raus, dass sie halt von ihm verletzt worden ist. Das auch wohl nicht nur einmal, sondern schon mehrfach. Trotz allem schien aber so eine Abhängigkeit zu ihm da zu sein. Er wird es nie wieder tun, er wird sich bessern. Wenn er nicht getrunken hat, ist es ein ganz anderer Mensch. Also sie hat das, glaube ich, noch nicht so realisiert, was da tatsächlich Sache war und war halt hauptsächlich um ihn bedacht und auf ihre eigene Person erstmal gar nicht. Mir geht's gut, dass nichts... Hat er sie gewürgt, oder? Ja. Der hat wieder getrunken gehabt und dann wollte ich halt schlafen und der hat dann hier Party gemacht und weil ich schlafen wollte, hat er mich dann einfach so gewürgt. Aber hier ist Feierabend, die muss hier weg, sie müssen da was unternehmen. Ja, haben wir auch. Würgemale sind jetzt nicht so hundertprozentig typische Verletzungen für häusliche Gewalt, aber was halt sehr typisch ist, ist, dass die Frauen versuchen, das zu verstecken mit einem Schal, mit einem Pullover oder sonstiges, um halt Fragen zu vermeiden. Im Nebenraum befindet sich der Mann in einer emotionalen Ausnahmesituation und scheint stark selbstmordgefährdet zu sein. Innerhalb kürzester Zeit treffen Feuerwehr und Polizei ein. Sanitäter Fabian Graf informiert die Kollegen Klaus Wiebel und Claudia Kemper über die bisher gewonnenen Erkenntnisse. Ja, da oben. Ja, ist völlig ausgetickt jetzt auf einmal, von jetzt auf gleich. Ja. Hat sich ins Schlafzimmer eingeschlossen und sagt, er steht am Fenster, jetzt passiert was Großes. Haben wir Bezugspersonen? Die Frau und die Schwiegermutter sind oben. Und mit der Schwiegermutter gibt es auch irgendwie Stress. Der ist völlig ausgerastet, als sie reingekommen ist. Mein erster Eindruck war schon tatsächlich, die Sache ist ernsthaft. Wir haben die Person am Fenster gesehen. Er war hochgradig aggressiv. Also die Gefahr, dass er springen könnte, bestand durchaus. Noch ist unklar, was zu der unerwarteten Reaktion des aufgebrachten Mannes geführt hat. Fest steht, seine Schwiegermutter ist für ihn ein rotes Tuch. Wenn der Dennis sie sieht, nimmt er auf. Also das ist aber auch das erste Mal. Ich habe ihn jetzt schon gesagt, dass er aus der Wohnung raus ist. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis hier. Habt ihr gehört? Wenn der Dennis sie sieht, sieht der vollends aus. Wir haben ihn jetzt gesagt, dass sie auf jeden Fall hier oder beziehungsweise gleich vor die Tür. Hat er irgendwie Waffen oder sowas? Sammelt er Messer oder Schwerter? Oder auf die Frage. Hochgradig aggressiv. Der ist schon aggressiv. Ausgegangen, jetzt gerade wieder. Er schlägt meine Tochter. Ich spreche nachher mit ihm. Wir gehen jetzt einmal rüber. Wenn er gefährliche Gegenstände dabei hatte, hat er das verneint. Ja, die Freundin sagt auch, da ist nichts drin. Nee, er ist nicht in ärztlicher Behandlung. Nee, er ist akut nicht. Herr Stark? Herr Stark? Unterringen muss. Wie heißt der mit Vornamen? Dennis.
Verpisst euch! Hey Dennis, hier ist die Polizei. Mach mal. Scheißegal, wer da ist. Verpisst euch hier. Dennis, sei vernünftig. Mach die Tür auf. Macht keiner die Tür auf. Ihr seid hier in meiner Wohnung. Ja, deswegen lass uns doch reden. Ist doch kein Problem. Das, was ich sage, ist in meine Wohnung. Ihr habt ja kein Recht, hier drin zu sein. Da können wir doch drüber reden. Jetzt schließ die Tür auf. Die Situation bei der Kontaktaufnahme mit dem Suizidenten hat sich so dargestellt, dass wir zunächst mal gar keinen Zugang zu ihm gefunden haben. Das heißt, er hat sich ständig geweigert, unsere Fragen zu beantworten. Er hat sich ständig geweigert, die Tür zu öffnen. Wir haben versucht, einen Zugang zu finden. Wir haben versucht, mit ihm zu reden. Wir möchten einmal mit Ihnen in Ruhe reden, ja? Ist das möglich? Was wollt ihr? Ihr seid hier in meiner Wohnung! Setz dich mal hin! Ihr seid hier in meiner Wohnung, verdammte Scheiße! Ihr habt hier keinen Mann, ihr habt hier nichts zu verlieren! Okay. Ganz ruhig! Hier ist nicht mehr hier! Ganz ruhig! Jetzt bleiben Sie! Sag mal! Jetzt regt sie aber an hier! Ganz ruhig! Sag mal! Ey! Das ist meine Wohnung, Leute hier! Los! Sag mal! Ey! Verpisst euch! Komm, Dennis! Dennis, bleib ruhig! Bleib ruhig, ja? Bleib ruhig! Dann tut's auch nicht! Ich kann dir gar nichts, das ist meine Wohnung, verdammte Scheiße! Bleib ganz ruhig! Ganz ruhig. Er war hochgradig aggressiv. Wir mussten einfache körperliche Gewalt anwenden, um ihn zu fixieren. Wir haben es letztlich und endlich dann mit Handfesseln gemacht. Dennis, bleibst du friedlich jetzt? Ja. Du bleibst friedlich, ja? Ja. Pass auf, es wartet ein Notarzt unten, eine Notärztin, die guckt sich mal ganz genau dich an und wird dann entscheiden. Also wenn Situationen an der Einsatzstelle so eskalieren, dass Patienten eine Gefahr für andere oder für sich selbst darstellen, das heißt, dass sie halt auf Einsatzkräfte oder Familienangehörige losgehen und das in übermäßigem Maße, also nicht mal eben eine kurze Beleidigung fallen lassen oder dass sie halt sogar drohen, sich das Leben zu nehmen oder halt in dem Fall eventuell aus dem Fenster zu springen, müssen wir natürlich handeln, dann müssen wir auch anders handeln. Dann haben wir halt einmal die Möglichkeit, ein sogenanntes Psych-KG zu erlassen. Das macht die Ordnungsbehörde oder halt Vertreter der Ordnungsbehörde. Das heißt, er wird halt entmündigt und einer psychiatrischen Klinik zugeführt für mindestens 24 Stunden. Da wird dann weitergeguckt, in welchem Maße die Sache halt ist. Oder wenn es halt so richtig eskaliert, dass man überhaupt nicht mehr mit Fixierung und so weiter arbeiten kann, kann man den Patienten dann auch noch sedieren, dass er halt tatsächlich dann schläft bis in die psychiatrische Klinik und ihn da dann kontrolliert schnell wieder wach werden lassen. Das sind aber Sachen, die man sehr, sehr selten machen kann, wohingegen das Psych-KG doch eine relativ häufige Maßnahme ist. Ich habe keinen Bock auf geradeaus, will wieder nach Hause. Nachdem sie den Verletzten im Rettungswagen gesichert haben, gehen die Beamten der Ursache des Streits auf den Grund. Dabei erfahren sie, dass der Täter nicht zum ersten Mal ausgerastet ist. Wohnen Sie mit dem Herrn Stark zusammen? Und Sie haben nur Ihre Tochter besucht? Ich habe den nicht besucht, ich habe den RTW gesehen. Ist gestern Abend passiert, er wollte wohl Party machen, sie wollte schlafen und dann hat sie gewürgt. Also. Okay. Ich nehme an, das ist schon öfter vorgekommen. Ja. Aber noch nie, jetzt war die Polizei vor Ort. Ja, es ist eine häusliche Gewalt. Definitiv. Der Eindruck der Geschädigten war für mich, ist wirklich eine ziemlich kleine, zierliche Person gewesen. Ich habe den Probanden halt nur am Fenster gesehen. Das war eine größere männliche Person. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie doch eher der Typ Frau ist, die halt Beschützer braucht und aber halt dann doch einen prügelnden Partner bekommen hat. Ich habe Angst, Sie nehmen den jetzt mit. Der geht vielleicht 3 Tage ins Krankenhaus. Wir können ihn anzeigen. In 2 Tagen. Er bekommt einen Wohnungsverweis. Ja. Und beim nächsten Mal, sticht er Sie ab. Nein, ganz ruhig. Das sieht alles jetzt ein bisschen anders aus. Jetzt ist die Polizei da, jetzt werden wir uns kümmern. Das heißt, wir werden jetzt erstmal einen Vorgang schaffen. Das heißt auch, dass das Ordnungsamt davon in Kenntnis gesetzt wird. Und das sieht jetzt erstmal so aus, dass er ein 10-tägiges Rückkehrverbot von uns bekommt. Das kriegt er auch schriftlich. Heißt, er wird sich in den nächsten 10 Tagen hier an diesem Haus, dieser Wohnung nicht mehr nähern. Ansonsten begeht er eine Straftat. Sie wiederum auch, wenn Sie ihn reinlassen. Ne? Also nein, das sollten Sie sich überlegen. Meiner Mutter. Ich packe jetzt sofort meine Sachen. Ja. In diesen 10 Tagen haben Sie die Möglichkeit, einen Rechtsanwalt einzuschalten, zu befragen. Sie haben die Möglichkeit, das Familiengericht, das Familiengericht anzurufen, eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Das heißt, das Rückkehrverbot kann dann ungemein verlängert werden. Ja. So,
Er wird aber zunächst mal einem entsprechenden Arzt, einem Psychologen vorgeführt und der wird dann entscheiden, wie es weitergeht. Ja? Also Sie müssen sich keine Sorgen. Sie kriegen Hilfe vom Ordnungsamt. Das Ordnungsamt wird auf Sie zukommen. Das Ordnungsamt wird heute noch in den nächsten 2 Stunden von uns Bescheid bekommen. Die werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Mit Sicherheit wird auch relativ schnell ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin rauskommen und sich um Ihren Fall kümmern. Bei der häuslichen Gewalt ist das so, wenn wir die Daten der Person freigeben können, meldet sich der Weiße Ring und es gibt genügend Infomaterial, die sie später noch von uns erhält. Während des Rückkehrverbots hat das Opfer die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen und die ersten Schritte in ein neues, gewaltfreies Leben zu unternehmen. Es wird spannend, wie der Täter auf diese Nachricht reagiert. Wir müssen dir aufgrund deiner Verhaltensweisen ein 10-tägiges Rückkehrverbot aussprechen. In meine Wohnung. In deine Wohnung. Genau, in meine Wohnung. Das ist leider Miete, das ist meine Wohnung. Du bist aber auch der Aggressor und deswegen musst du da raus. Soll ich jetzt unter der Brücke schlafen 10 Tage oder was? Du kannst machen, was du willst, aber nicht mehr in dieser Wohnung, okay? Genau, ich gehe in meine Wohnung, was ich will. Okay. Ja, das ist meine Wohnung. Sie sollten dann vielleicht ein wenig einsichtiger werden. Vielleicht wäre das wirklich das, wenn ich meine scheiß Handschellen mal endlich wegbekommen würde. Ne? Wer sich benimmt, kriegt doch keine Handschellen. Wenn du mal ein bisschen, weniger aggressiv werden würdest, ja? Dann sieht die Sache ganz anders aus. Ihr seid nämlich dran schuld, dass ich jetzt hier so aggressiv bin. Ja. Wenn man selber mitbekommt, dass in seinem näheren Umfeld häusliche Gewalt geschieht, da sollte man auf jeden Fall erstmal mit der betreffenden Person sprechen. Vielleicht sie dazu zu bewegen, auch die Polizei aufzusuchen. Und die Polizei ist halt nicht immer schlimm. Da wird auf jeden Fall geholfen. Gut. Kollegin fährt mit. Genau. Ich bleib dahinter, falls irgendwas ist. Ja, dann hänge ich mich hinter dich dann. Ja. Bis gleich. Okay. Also Herr Stark wird jetzt in die Landesklinik gebracht, also in das psychiatrische Krankenhaus. Da wird er dem Psychologen vorgestellt. Der wird sich ein genaues Bild machen, gucken, weil er bis jetzt ja nicht in ärztlicher Behandlung ist und auch keine Medikamente zu sich nimmt. Ob es eventuell eine psychologische Grunderkrankung gibt, die der Auslöser ist. Natürlich besteht auch eine Alkoholabhängigkeit. Das ist nicht mehr von der Hand zu weisen, auch nach den Flaschen und den Erzählungen der Angehörigen. Und da wird mit Sicherheit jetzt erstmal geguckt, wie kann man auch Herrn Stark helfen, längerfristig, um ihn wieder auf den normalen Pfad zu kriegen, wenn er natürlich möchte. Auch da kann man niemanden zwingen. Und für mindestens 24 Stunden wird er jetzt aber in der psychologischen Klinik oder der psychiatrischen Klinik bleiben. Und dann wird sich alles Weitere entscheiden. Die junge Frau hat sich von ihrem Freund getrennt und ist wieder bei ihrer Mutter eingezogen. Ihr Ex-Partner muss sich vor Gericht für seine Taten verantworten.